Aber nur vorerst. Das war nämlich nicht das einzige Spiel des DHC an diesem Wochenende. Ein Lokalderby folgte nämlich auf das nächste. Und so stand gestern dann das Spiel gegen Rot-Weiß Köln auf dem Programm. Deswegen auch wichtig, weil man in Neuss auf die Schützenhilfe der Düsseldorfer angewiesen war, um sich doch noch für das Viertelfinale zu qualifizieren. Tim Siebert und Uli Bergmann berichten vom Spiel. Die ungeschlagenen Damen des Düsseldorfer HC wurden vor dem Spiel gegen Rot-Weiß Köln von Trainer Jörn Eisenhut auf den Gegner eingeschworen. Denn die Düsseldorfer wollten ihre weiße Weste behalten. Für die Kölner ging es gleichzeitig um einen Playoff-Platz. Dementsprechend legten die Kölnerinnen los, die vierte Spielminute. Christina Schütz mit dem Abstauber. Ein gelungener Auftakt für die Kölnerinnen. Völlig frei hat sie keine Mühe. Die Düsseldorferinnen lassen sich vom frühen Rückstand jedoch nicht beeindrucken. Lena Hoffmann setzt sich hier schön durch und kann mit ein wenig Glück zu Janine Beermann passen. Der Ausgleich ist Janine Beermanns 12. Treffer in dieser Hallensaison. In der Folgezeit muss sich Kölns Trainer Markus Lonnes einiges notieren, darunter eine Strafecke für den DHC. Sabine Markert mit dem Gewaltschuss zum 2:1. Die Gäste in der Vorwärtsbewegung. Der Angriff wird abgepfiffen. Lina Geier führt gedankenschnell aus und leitet den Konter ein. Janine Beermann lässt sich auch diese Gelegenheit nicht vom Schläger nehmen. Den 2-Tore-Vorsprung nehmen die Gastgeberin dann mit in die Halbzeit. Und auch danach scheinen die Düsseldorferinnen das Spiel nicht mehr aus der Hand zu geben. Nora Giese beweist Übersicht und Gefühl und lupft den Ball zum 4:1 ein. Alles sieht nach einer Vorentscheidung aus. Doch die Kölnerinnen wollen das Viertelfinale unbedingt erreichen. Per 7 Meter verkürzt Christina Schütze auf 4:2. Die Kölnerinnen sind zurück im Spiel, kurz darauf. Pia Gittmann auf Janina Volk und die macht es von der linken Seite aus spitzem Winkel. Diese linke Seite entpuppt sich in Halbzeit 2 als Schwachpunkt der DHC-Schlussfrau. Dieses Mal ist es Nicolette Abel, die von der gleichen Stelle trifft. Allerdings wird sie auch sträflich allein gelassen. Auch der nächste Angriff geht über die linke Seite. Jenny Pütz läuft ins Leere. Und Anna Geiter sorgt für die Gästeführung. Jetzt Anna Geiter im 1 gegen 1 und das 4:6. In der Zeitlupe sieht man, wie Geiter den richtigen Moment abwartet und dann den Ball durch die Beine von Katharina Bütow schießt. Die DHC-Damen haben das Spiel anscheinend abgehakt. Ihre Gegenwehr ist nur noch sporadisch. Aus der Tiefe kommt der Ball zu Franziska Hauke. Und die markiert den 4:7 Endstand. Für die Kölnerinnen steht somit die Viertelfinalteilnahme fest. Ja, also ich sag mal, wir haben wieder gut angefangen, 4:1 geführt direkt nach der Halbzeit. Bis dahin haben wir gut gespielt. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich mit den letzten 25 Minuten wirklich überhaupt nicht zufrieden bin. Weil da haben wir wirklich die Aggressivität vermissen lassen, waren unkonzentriert, haben leichte Tore hergeschenkt. Und so können wir im Viertelfinale gegen UAC nichts gewinnen. Ich denke einfach, dass wir besser spielen können und einige nicht an ihrem Leistungslimit heute waren. Und dass der hauptsächliche Faktor auch die Konzentration ist. Ich denke, das ist ein deutlicher Dämpfer jetzt. Die Mannschaft kann viel mehr, als sie heute gezeigt hat. Und wir müssen halt gegen UAC da wieder hinkommen, dass wir an der Leistungsgrenze spielen. Weil wir spielen dagegen die beste Mannschaft in Deutschland nächste Woche, gegen den deutschen Feldmeister. Und die gewinnen ihre Spiele 15-3 und 15 irgendwas da in Hamburg. Das heißt, da müssen wir wirklich eine Topleistung abrufen. Und so wie heute dürfen wir nächste Woche nicht auftreten. Für uns war entscheidend, dass wir mal richtig gut gefightet haben und gut gespielt haben. Ich denke, auch verdient gewonnen haben. Und ja, Düsseldorf hat man angemerkt, dass sie jetzt auch nicht mit dem letzten Willen da jetzt nochmal gegengehalten haben. Durch die Niederlage des DHC konnten die Neusserinnen trotz eines 8:3-Sieges gegen den HC Essen nicht mehr an den Kölnerinnen vorbeiziehen. In der nächsten Runde trifft der DHC jetzt auf den UHC Hamburg. Dort müssen die Düsseldorfer dann allerdings eine bessere Leistung abrufen.
Ja, und wie das funktioniert, das kann uns vielleicht auch Tom Wegner sagen, Co-Trainer der DHC-Damen. Herzlich willkommen hier bei uns. Schön, Hallo. Dass du da bist. Wir bleiben erstmal beim Spiel gegen Köln. Ja. Haben wir ja gerade gesehen, zur Halbzeit war noch alles im Plan. Dann aber kamen die Kölner auf. Was ist da passiert? War deine Mannschaft schon mit den Gedanken im Viertelfinale? Ja, das könnte man jetzt so deuten. Also es sah schon danach aus, dass irgendwie die Konzentration an diesem Wochenende, Samstag wie Sonntag, irgendwie nur für eine Halbzeit gereicht hat. Und wir dann die klare Führung zweimal halt abgegeben haben und einmal natürlich gegen gut auftrumpfende Kölner, die natürlich heiß aufs Viertelfinale nochmal waren. Ja. Dann natürlich der Verlust am Sonntag der weißen Weste, aber wir haben einfach da alles abreißen lassen. Also genau wissen wir es nicht, woran es jetzt konkret lag, aber ich denke mal, die Mädels können schon besser spielen. Ja, also. Das haben wir auch schon gesehen. Gegen Neuss war es auch ganz ähnlich. Ordentliche erste Halbzeit und in der zweiten Halbzeit kam dann so ein kleiner Riss rein. Mhm. Ist man sich insgesamt da zu sicher auch gewesen, das Spiel wirklich sowieso gewinnen zu können, nachdem man die Saison so toll gespielt hat? Also das klar, in der Halle 5-1 Vorsprung oder ein 4-1 Vorsprung kann in der Halle immer abreißen. Wenn eine konzentrationsschwache Phase eintritt, geht das immer, dass man so ein Spiel halt rumreißen kann. Aber man hat schon angemerkt, dass wir einfach an diesem Wochenende, für uns ging es nur darum, halt gute Spiele zu machen. Und vielleicht war das als Motivationsgrund einfach für die Mädels zu wenig. Das hat vielleicht für eine Halbzeit gereicht, aber das auf zwei Halbzeiten dann zu verteilen und da hochkonzentriert die Dinge zu sehen, das, ich denke mal, das war der Hauptgrund. Weil die Mannschaft so die ganze Saison über eigentlich stabil gespielt hat, trotz des neu formierten Kaders, die Spielerinnen, die dazugekommen sind. Also ich denke schon, dass wir gegen UAC im Viertelfinale da eine weitaus bessere Leistung sehen werden von unseren Mädels. Die Neusser haben sich auch mit Händen und Füßen gewehrt. Die wären nämlich auch gerne ins Viertelfinale reingekommen. Bedauerst du das ein bisschen, dass der Lokalrivale hier nicht dabei ist? Ja, also wir hatten schon so ein bisschen die Neusser favorisiert. Wir wollten denen natürlich am Sonntag schon helfen, indem wir den Kölnern einfach ein schweres Spiel anbieten, was auch in der ersten Halbzeit auf jeden Fall da war. Und leider hat das in der zweiten Halbzeit nicht mehr gereicht. Und die Kölner hatten da den größeren Willen und haben sich dann klar durchgesetzt mit 7-4. Deshalb ist es natürlich schade, dass das Neuss es nicht geschafft hat. Wir hätten es den Neussern gegönnt. Und ja. Deshalb, aber das kann man halt auch nicht lenken. Das ist halt der Sport. Das ist schwierig zu. Ja. Ich denke mal, die hatten es auch in der eigenen Hand, zweimal gegen Köln da zu gewinnen. Da haben sie zweimal unentschieden gespielt. Also ich denke, ja. da muss man die ganze Saison sehen. Ich denke, dass das an einem Wochenende dann aufzuhängen, ist immer schwierig. Die ganze Saison sehen, wenn man das beim DHC mal macht, also zumindest jetzt die Vorrunde, blitzsaubere Sache bis auf das Spiel gegen Köln. Hättest du selber gedacht, dass es so gut läuft für die Mädels? Also wir haben dieses Jahr schon, wir sind als Favorit zumindest gestartet. Alle haben uns als Favorit abgestempelt, dass wir Erster im Westen werden. Zumal halt Neuss und Rot-Weiß Köln, was den Kader angeht, da so ein bisschen Aderlass hatten. Deshalb waren wir schon Favorit und für uns war es überraschend, dass wir so klar uns durchsetzen konnten. Also wir hatten schon mit der einen oder anderen engeren Entscheidung gerechnet. Aber man muss auch sagen, wir haben auch viele neue Spielerinnen im Kader und es war halt auch nicht leicht, die einzubinden. Die Blöcke, sage ich mal, sind bis auf den ersten Block mit Greta Gerke, Jenny Pütz und Nora Giese so, schon durcheinander gemischt worden. Und da, es war für uns auch neu. Also so ganz klar war uns das nicht von Anfang an. Also wir waren schon Favorit, das war schon klar. Aber dass wir jetzt so früh schon im Viertelfinale standen, das haben wir jetzt nicht unbedingt gedacht. Hm. Im Viertelfinale, du hast es schon gesagt, geht es jetzt gegen den UAC aus Hamburg. Das ist aber generell auch schon mal eine andere Hausnummer. Die Vereine, die da jetzt im Viertelfinale zusammen sind, der nächste Gegner, eine andere Hausnummer als das, was jetzt in der Liga West zu sehen war. Ja, also der Vorteil beim, oder den Vorteil in UAC einfach dieses Jahr hat, die hatten mehr engere Spiele, so sehe ich das zumindest, weil die sind jetzt auch nicht so gut gestartet und haben jetzt am Ende eigentlich eine gute Serie hingelegt. Haben natürlich mit Samstag mit 15-3 gegen Clipper unterstrichen, dass sie halt als amtierender Feldmeister, dass mit denen halt auch in der Halle zu rechnen ist. UAC ist halt eine Truppe, die immer auf Angriff spielt, die da auch direkt mit offenem Visier spielt und die halt sehr hohes Tempo geht. Und wir müssen einfach sehen, und das können wir auch, dass wir das Tempo halt mitgehen können, dass wir da fighten und dann ist da auch eine Chance da, UAC zu schlagen.
Und wir gehen in dieses Spiel definitiv nicht als Favorit rein. Also da muss man schon sagen, obwohl der UHC letztes Jahr jetzt nicht im Halbfinale oder im Viertelfinale gestanden hat, soweit ich das weiß, dass wir da nicht Favorit sind. Dass der UHC mit dem Kader, den sie da haben, schon favorisiert sind, das Viertelfinale halt für sich zu entscheiden. War insofern jetzt die Niederlage gegen Köln vielleicht auch ein Warnschuss zur rechten Zeit, damit man eben nicht so mit einer weißen Weste komplett durchgeht und dann vielleicht blauäugig in so ein Spiel geht? Also ich hoffe schon, dass wir das Rot-Weiß-Köln-Spiel so ein bisschen als Wachrüttler vielleicht sehen, dass wir einfach gemerkt haben, wir müssen uns voll konzentrieren. Wobei es auch schwer ist, halt gute Spiele nur zu machen. Also ich finde halt, wenn dieser Anreiz Viertelfinale, der wird bei unseren Mädels da schon Kräfte freisetzen, die wir einfach jetzt noch nicht gesehen haben. Und der UHC muss sich da schon warm anziehen, wenn die bei uns in der eigenen Halle gewinnen wollen. Also ich denke, wenn man letztes Jahr sieht, da kam Tusli zu uns, die war vielleicht was schwächer oder die man auf jeden Fall schwächer einschätzen kann als dieses Jahr den UHC. Und die haben uns so einen harten Kampf im Viertelfinale geboten. Also ich denke, so Viertelfinale ist einfach, das ist ein Spiel, da gibt es nur einen Gewinner und einen Verlierer. Und da kann alles passieren. Also da ist eigentlich, was vorher passiert ist in der ganzen Vorrundengeschichte, das ist eigentlich egal. Viertelfinale ist einfach ein offener Kampf zwischen zwei Mannschaften und da gibt es halt nur einen Gewinner und einen Verlierer. Und ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass wir an dem Samstag dann auch als Gewinner vom Platz gehen. Wenn man das Viertelfinale betrachtet, die Mannschaften, die dabei sind, Alster ist in diesem Jahr nicht dabei als Titelverteidiger, der Vizemeister ist nicht dabei, Rüsselsheim, die Neusser sind nicht dabei. Eine Überraschung, dass sich das jetzt so zusammensetzt in diesem Jahr? Gut, als Überraschung, bei Alster waren auch ein paar Kaderprobleme, also die hatten auch da einige Leute, Anneke Böhmer, die gar nicht gespielt hat in der Halle und ist eine super Hallenspielerin, die fehlt den Alsteranerinnen auf jeden Fall. Und bei Neuss waren auch einige Spielerinnen, die jetzt, Lisa Hahn zum Beispiel, die zum UHC jetzt gegangen ist. Und das merkt man natürlich den Mannschaften auch an. Ja? Und bei Rüsselsheim ist es auch eine Kaderverjüngung, die da stattgefunden hat. Und dann ist es immer schwer, gerade in der Halle, da wieder anzuschließen an die Leistung halt vom vorigen Jahr. Deshalb, ich würde es nicht als Überraschung bezeichnen, aber dafür sind einfach die anderen Mannschaften, die in der Gruppe mit drin sind, einfach dann zu stark, um das dann so Kaderänderungen und wenn gute Leute halt gegangen sind, dass man das so einfach wegstecken kann. Deshalb, klar, es ist immer eine Überraschung, wenn jetzt nur noch einer von den Vieren übrig ist, die letztes Jahr halt da um die deutsche Meisterschaft gekämpft haben. Aber umso mehr ist es einfach für uns jetzt, denke ich, auch mal Motivation, wirklich auch wieder unter die letzten vier zu kommen und wieder eine Chance zu haben aufs Halbfinale. Okay, das Halbfinale erstmal als erstes Ziel, könnte auch das Finale drin sein. Welche Zielsetzung? Also erstes Ziel ist sicherlich, das Halbfinale zu erreichen, nach Berlin zu fahren. Das ganz klar. Also an mehr, ich denke auch, man muss gerade, wenn es so um Spiele geht, wo es wirklich nur einen Gewinner, einen Verlierer gibt, da muss man einfach von Spiel zu Spiel denken. Und klar, jetzt steht erstmal das Viertelfinale im Vordergrund, aber Ziel ist natürlich, dieses Spiel zu gewinnen, zu Hause, vor eigenem Publikum, in eigener Halle. Und dann mal gucken, was geht. Und dann müssen wir mal gucken, was da geht. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns, Tom Wegner. Am kommenden Samstag ist das Spiel um 14.30 Uhr gegen Uhlenhorst. Für alle Zuschauer natürlich auch nochmal ein Hinweis, dort vielleicht vorbeizugehen in der Halle des DHC in Oberkassel. Samstag 14.30 Uhr, das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel. Wenn Sie mal Hockey sehen wollen, dann schauen Sie dort vorbei. Wenn Sie noch mehr Sport hier aus Düsseldorf sehen wollen, dann sollten Sie dranbleiben. Wir machen nämlich eine kurze Werbung und sind dann wieder zurück hier bei Rheinsport. So. Ja, Jörn Eisenhut, schwupp, da war die weiße Weste futsch, nicht wahr? Fortsetzung von der zweiten Spielhälfte gestern. Ja, also ich sag mal, wir haben wieder gut angefangen, 4-1 geführt direkt nach der Halbzeit. Bis dahin haben wir gut gespielt. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich mit den letzten 25 Minuten wirklich überhaupt nicht zufrieden bin. Weil da haben wir wirklich die Aggressivität vermissen lassen, waren unkonzentriert, haben leichte Tore hergeschenkt. Und so können wir im Viertelfinale gegen UHC nichts gewinnen. Naja, eins ist aufgefallen in der letzten Zeit. So ein paar von den sonstigen Leistungsträgern, Kaderspielerinnen bringen im Moment nicht die Leistung, oder? Ja, so würde ich das jetzt nicht sehen. Also ich denke einfach, dass wir besser spielen können und einige nicht an ihrem Leistungslimit heute waren und dass der hauptsächliche Faktor auch die Konzentration ist.
Ich denke, das ist ein deutlicher Dämpfer jetzt. Die Mannschaft kann viel mehr, als sie heute gezeigt hat. Und wir müssen halt gegen UAC da wieder hinkommen, dass wir an der Leistungsgrenze spielen. Weil wir spielen dagegen die beste Mannschaft in Deutschland nächste Woche, gegen den deutschen Feldmeister. Und die gewinnen ihre Spiele 15-3 und 15 irgendwas da in Hamburg. Das heißt, da müssen wir wirklich eine Topleistung abrufen. Und so wie heute dürfen wir nächste Woche nicht auftreten. Vielleicht war es auch ein Dämpfer zur rechten Zeit. Und dann kann ich nur den gleichen Wunsch wie beim Markus Lönnes wünschen. Hoffentlich sind beide Westvertreter bei der Endrunde. Ja, ich denke, dass die Nordgruppe die stärkste Gruppe ist in der Liga und dass UAC und HVSU Hude die beiden stärksten Mannschaften sind. Und da müssen wir schon gewaltig strecken, um in nächste Woche weiterzukommen. Naja, wenn dann das in Erfüllung geht, wenn du sagst, die Nordgruppe ist die stärkste Gruppe und beide Westvertreter sind in der Endrunde, dann kann ich nur sagen, dann wird der deutsche Meister aus dem Westen gestellt. Ja, wie gesagt, ich denke, wir brauchen nächste Woche gute Leistung und müssen besser spielen als heute, definitiv. Aber wir können das. Das glaube ich auch und ich weiß, dass die Mannschaft das kann und ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, Markus Lönnus, herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr dabei im Viertelfinale. Zusätzlich habt ihr dem DAC die weiße Weste ein bisschen fleckig gemacht. Ja, für uns war entscheidend, dass wir mal richtig gut gefightet haben und gut gespielt haben. Ich denke, auch verdient gewonnen haben. Und ja, Düsseldorf hat man angemerkt, dass sie jetzt auch nicht mit dem letzten Willen da jetzt nochmal gegengehalten haben. Ja, Düsseldorf hat gestern schon keine berauschende Leistung in Neuss geboten. Die erste Spielhälfte war wunderbar, zweite dieses nach. Heute war es fast eine Fortsetzung dessen. Was habt ihr euch denn jetzt für das Viertelfinale vorgenommen? Wir sind erstmal froh, dass wir dabei sind. Das war unser Ziel und ich denke, damit leben wir schon ein bisschen über unseren Verhältnissen. Und ja, jetzt werden wir uns überlegen, wie wir den Gegner, wahrscheinlich HTRC, dann nächste Woche vielleicht auch ein Bein stellen können. Na, das Schönste wäre vielleicht für euch und für uns, wenn wir uns dann alle wieder bei der Endrunde treffen würden, mit beiden westdeutschen Vertretern, oder würde das nicht gefallen? Ich würde es mir sehr wünschen. Das würde ja zumindest auch schon mal beinhalten, dass wir auf jeden Fall dabei sind. Und ja, DRC gegen UAC, bin ich mal sehr gespannt. Das wird natürlich ein sehr interessantes Spiel, wenn es denn so kommt. Ja, noch ist ja nichts raus. Wer dort Zweiter wird im Norden, Clipper kann es eventuell noch werden, aber die Chancen sind relativ gering. Das sieht mehr nach UAC aus, oder hast du das anders im Blick? Ja, ich denke auch, dass HTHC Erster wird und UAC Zweiter, ja. Ja, dann kann ich nichts weiter, als euch viel Erfolg für das Viertelfinale zu wünschen. Vielen Dank, Markus. Danke.